Denn genau, ist das so. Dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin der Zuwacher, mit dabei ist der Rucho, der Kuga und die Schlumpfine. Löchen. So, mal auf Strömchen. So. Batterie. Mehr habe ich nicht, ne? 5, 1, 2, 3, 4. Habe ich nicht 5? Nee. Na gut. So. Der ist. Da. Der ist ein Startler für die Klingenfallen. Gut. Glaube, ich gehe mal prophylaktisch, da uns ja das Eisen eng wird, ein bisschen Stahl bohren. So. Ich guck mal wieder nach Messing. Wo war denn Eisen nochmal? Verdammte Tat. Ach, da oben. In der Erde. Aua. Brauchen wir wieder alles? Immer, gut. So. Ach, oh nee, warte mal. Bevor es hier einen Tagebau gibt, stelle ich das Moped auf die Straße. Ach doch, komm. So. Zu weit weg. Hoch. Oh, sag mir nicht, dass zu weit weg ist. Oh ja, klappt. Das ist aber knapp, du. Nein. Halt, stopp. Hier ist ja nur noch Blei. Blei, Kohle. Mist. So. Ah. Ach, ich kann die Sachen ja auch aufsammeln. Wie intelligent. Super. Bin auch ein Held. Ja, ist doch dein. Ein Block, den du gesetzt hast. Ja. Das... ja. Nicht dran gedacht. Zumindest geht ja jetzt, da wir das ja umgestellt hatten. Ja, das stimmt. Ein Glück. Ein Glück. Hier ist er weg. Na? Motoren hast du gesagt, brauchen wir noch, ne? Yep. Ich habe an dem einen Haus, wo ich vorhin war, nämlich ein paar Autos rumstehen gesehen. So. Jetzt muss ich von da hier nicht hin. Andere Seite. Hier. Strom ist so eine Sache für sich, ne? Ja. Also ehrlich. Wer das erfunden hat, ne? So. Wo war denn das? Ach, hier. Man kriegt da nicht zwei hin. Mehr Verhinderung. Noch diese Zeitschaltteile. Ich baue da mal einen hin. Option. Yeah.
ist. Hier war schon mal keine Batterie. 4 Uhr. Soll ich das sowas bauen? Das ist Blödsinn eigentlich. Ha! Ich habe eine 6er Batterie gekriegt. Nee. Aber kein Motor. Na. Da ist Strom. Ja, Motoren haben wir auch nur noch 2 oder 3, ne? Ja, die suche ja, wie gesagt, gerade. Motörchen brauchen wir auch. So, da ist gemacht. Stimmt, hier fehlt noch was. Aber die Frage ist, brauchen wir überhaupt noch welche? Also ich meine, wofür könnten wir die noch einsetzen? Also Motoren jetzt nicht unbedingt, aber Batterien, wie gesagt, die brauchen wir noch, dass wir da noch, dass wir die ganzen Einser raussammeln. Also meine mehr noch. Ja, die Einser sind ja gleich weg, wenn die ganzen Batterien fertig sind. 2. Und wie gesagt, eine 6er habe ich auch gerade gefunden, außerdem noch. Ach so. So. Dann nehmen wir sie doch mal weg. So, da haben wir die. So, Zugbrücke. Bin gespannt. Die passt da nicht hin. Wieso? Was? Ist sie so groß? Die passt da nicht hin. Dann musst du entweder einen Block da unten rausnehmen oder einen draufsetzen. Wieso passt die da nicht hin? Missy. Da nicht hin. Gute Frage. Ja. Gute mein Frage, Reden. Nächste Frage. Ich passe da nicht hin. Ich frage mich nicht warum. Was ist denn da im Weg? Oh. Da will ich sie hin haben. Vielleicht nach links und rechts zu wenig Platz, dass die Zäune weg müssen oder so. Oder dass die Zäune wieder halbe Blöcke belegen. Ich weiß nicht, ob die von außen dran gesetzt sind oder ob die drauf gesetzt sind. Ich bin gerade am gucken. Ansonsten würde mir spontan nichts einfallen. Oder hat sie keinen Kontaktpunkt auf der anderen Seite, dass da noch erstmal provisorisch ein Holzblock hin muss, eventuell, wo sie aufsetzt. Wo ist das Problem? Sind
Oh, ein Motor. Doch, Motor und Batterie habe ich schon gefunden. Ja, ich auch bis jetzt. Ein Motor, ein Batterie. Sie müssen. Da ist nix. Das ist doch kurios. Warum passt das nicht? Da passt sie hin. Passt hier vorne nicht hin. So. Na toll, die Tür kann ich nicht mitnehmen. Super. Was ist denn hier im Weg? Ist die Tür im Weg? Wird wahrscheinlich, das kann gut sein. Dass die Luken im Weg sind. Probieren wir. Da will er nicht hin. Frag mich nicht warum. Okay, was denn? Wo hast du es denn getestet, wo sie hingehen würde? Direkt an der Rampe, wenn du so willst. Da, wo wir reinfahren. Da passt sie hin. Da will sie hin. Da soll sie aber nicht hin. Also zwischen die Druckplatte und die Rampe oder wo? Ja, vor der Rampe noch. Das passt doch. Warum passt es denn? Nein. Hä? Warten. Hallo? Könnt wetten, dass die Rampe höher müsste. Das ging in die Hose. Inwiefern? Ich muss das Teil nochmal bauen. Verkehrt rumgesetzt oder wie? Nö, eine verkehrte Stelle gesetzt. Ich bin aber unangenehm. Oh, ein Amboss. Haben wir ja so wenig von. Ich frage mich nicht, warum das nicht gepasst hat. Keine Ahnung. Scheiße. So. Ach, das ist wie mit der mit dem Garagentor. Einmal nicht kurz aufgepasst, schon hast du das Ding verkehrt umgesetzt. Mechanik. So. Brauchen wir gleich zwei Stück, ne? Sicher, sicher. Kotz mich doch an, also ehrlich. Das Schlimme ist, ich weiß nicht, warum das da so jetzt klemmt.
Warte mal. Klappe. 4. Weiter geht's. Ach ja. Ja. Dann dauert das 11 Minuten. 11 Minuten. 11 Minuten. Könnten denn hier noch Autos rumstehen? Neun Minuten, 18 Minuten, Alter, das dauert ja ewig. Naja. Gehen wir von meinem Hubschrauber weg. Versteht er nicht, warum das nicht passt. Ist so komisch. Absolut. Keine Ahnung. Echt keine Ahnung, warum das nicht passt. Kann eventuell sein, da wo die Zugbrücke aufschlägt, dass genau diese, die ist ja 4 breit, ne? Nein, die 5 breit. Ja, dass genau aber diese Steine, das hatte ich nämlich auch schon mal gehabt, wenn das gegenüberliegende genauso hoch ist wie das, also beide Seiten gleich hoch sind, und ich dann musste da, wo die aufschlägt, die musste dann eins runtergesetzt werden. Das ist aber jetzt schon eine Weile her, wo ich das mal das Problem hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so das gleiche Problem ist. Okay. Ich hätte eher gesagt, dass es andersrum ist, dass es auf der gleiche Höhe muss, weil sie sich ja nicht durchbiegen kann. Ja, aber die sind ja jetzt schon auf der gleichen Höhe, die Dinger. Sicher? Ich weiß es nicht, ich bin nicht da, aber ich glaube... Weil wir haben ja auf der einen Ebene, wir gehen ja von der Rampe einen runter. Sind wir denn auf der anderen Seite schon wieder hochgegangen? Dann sind wir ja noch einen tiefer. Nee, wir sind ja nicht hochgegangen. Ich habe da jetzt erstmal nur 4 Blöcke hingegangen. Also das spielt nur keine Rolle, ob ich da nur Frames hinsetze oder nicht. Also das war egal. Verstehe ich nicht. So ein Ärger. Ich weiß jetzt nicht, warum. Das kann aber auch sein, dass das. Das kann aber nicht sein, dass das dass diese Stahl- oder wie heißen die nach Tresortüren, was das sind, dass die vielleicht Probleme machen, aber das kann ja nicht sein. Ich konnte ja die Tür da hinsetzen oder die Klappe halt eben. Ich konnte sie da hinsetzen, obwohl die da sind und das ging auf und zu. Komisch. Das ist komisch, ich verstehe es nicht. Naja, aber dass die Falltüren Probleme machen, haben wir ja schon gemerkt beim Setzen damals. Komisch. Probieren wir weiter. Kriegen wir schon irgendwie das Kind kaputt? Das ist ja einfach gelacht. Und sonst so? Ja, bohren, ne? Ja. Sammeln? Und so, wie man das nennt?
Wie? Das dauert. Schon. Ach ja. Was sonst? Geht alles, ne? Ja, ja. Ja, ja. Der Tresor will nicht auf. Nö, nö. Wie kein Beton mehr. Oh nein. Im Mischer müsste was laufen. Das habe ich schon mal rausgenommen. Lief da nicht was für die nächsten 200 Minuten? Ich schau mal nach. Oder waren das 200 Stunden? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall jede Menge. Das waren große Zahlen, mehrere hintereinander. Oh ja, das ist ordentlich. So. Auto, halt, stopp, Auto. So, das läuft, das läuft, das läuft. Noch 12 Minuten. Und noch eine 6er Batterie. Sehr cool. Pass auf, du räumst jetzt so viel Batterien ab, dass das völlige Verschwendung war, die herzustellen. Nee, bis jetzt habe ich gerade mal 2 Stück gehabt. Also das... Da müsste ich noch einige Autos finden. Naja, 8. Ich musste eben noch nicht mal Auto auseinandernehmen, die lag im Kofferraum. Ja, noch besser. Hast du die aus der Motorhaube auch mitgenommen? Ich bin gerade auseinanderbauen. Okay. Aber bis jetzt war noch kein dabei. Lämpchen und Öl. Kein Wunder, dass der Idiot liegen geblieben ist mit seinem Auto, wenn er die Batterie im Kofferraum legt. So ein Idiot soll fast nicht. Oh Gott, ey. Der hat es auch verdient gehabt zu fressen. Also gefressen zu werden. Das sind lieber die, die als erstes eine ADAC anrufen dann, ne? Ja. Hilfe! Genau, ich habe keine Ahnung warum. Kein Benzin, Quatsch, kein Beton mehr. Kein Benzin mehr, hallo? Was habe ich denn? Lautsprecher habe ich gefunden. Oh. So, vom Strom lasse ich jetzt mal die Finger davon. Halt doch mal gerade hier. Ups. Ja, toll. In welche Richtung ging es denn raus? Ich habe einfach nur nach unten gebuddelt. Irgendwas ist immer. Werd schon irgendwann finden. Genau, wird doch gelacht. Das Rezept Schmiede kann schon jeder, oder? Jo. Gehen wir ganz schwer davon aus. Okay, wollte ich gerade sagen, das muss ja von den ersten gewesen sein.
rumstehen. Braucht noch jemand Nadel und Faden Band 5? Hallo? Nee, ich bin durch damit. Ich auch. Ach, stimmt, da war ja auch noch ein Buch im Schrank, ne, hast gesagt. So, Nadel und Faden. Band 5. Und Grundausbildung zum Feuerwehrmann Band 2. Ich habe noch nicht mal Nadel und Faden gefunden. Oh ja, das hätte ich gerne, den Feuerwehrmann. Okay. Nee, Band 5 brauche ich nicht. Wo ist denn der? Okay. Da, ach so, da habe ich schon. Ah, schon durch. Ah, ich kann schon löschen. Achtest du mal bitte drauf, Schnumpfine, wann Respawn ist beim Händler, bevor du wieder abhaust, da? Mhm. 76. Übermorgen. Hm. 7 Minuten noch. 7 Minuten. Ach, wird das spannend. Ganz ruhig bleiben. Das, gehst du da jetzt weg? Wann, warte, das ist mir egal. 2, 3. Die Tante hat hier noch der große Crew Band 7. Gefechte in der Stadt Band 3. Langsam. Groß Crew 7, okay. Urban Combat. Ne, brauche ich beide nicht. So, was war das erste? Der große Crew Band 7. Da bin ich schon durch. Fertig. Der große Crew Band 7. Da bin ich auch schon durch. Gefecht in der Stadt Band 3. Auch schon durch. Weiter. Nadel und Faden Band 1 und 2. Durch. Nadel. Fertig. Nadel. Habe ich das nicht vorhin? Irgendwo habe ich das doch gesehen hier, verdammt. Wieder. Band 9. Was? Band 3? Nee. 1 und 2. Nö, ich brauche 4 und 6. Wenn du noch Scharfschütze hast. Und dann ist noch Kunst des Bergbaus Band 4. Oh. Ach, verdammt, knapp vorbei. Ja, Band 7. Nee, 3. Gut, aber die Zeit ist wieder durch. Da sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen, ne? Bye. Tschüssi.